Liebe Freunde, gut ist das Land, das uns Hashem, der Ewige, gegeben hat. So wie dieser wunderbare Rimonim-Granatapfelbaum. Und das Land ist ein wunderbares. So haben die Kundschafter vor 2 Wochen noch verkündet. Diese Worte sind eigentlich von dem Kundschafter Kalev entnommen. Der sagte, Tova ha'aretz me'od me'od. Das Land ist sehr, sehr gut. Warum spricht Kalev davon, dass das Land sehr, sehr gut ist? Doppelt. Sagt der Neziv darauf, dieses Land ist nicht einfach nur ein gutes Land. Es ist ein gutes Land darin, dass es nicht nur Gutes bietet, sondern dass es auch fühlbar gut ist, dass Hashem uns steht, fühlen lässt, wie gut dieses Land ist. Und so sehen wir auch in unserer Parasha Ekev, das ist ein ganz besonderes Land. Loch Eretz Mitzrayim, nicht wie das Land Ägypten, wo es die ganze Zeit Wasser gibt und im Überfluss vorhanden ist durch den Fluss, sondern Einei Hashem Elokecha Ba. Dieses Land ist ein Land, in dem die Augen Gottes daran geheftet sind, dass die ganze Zeit kann man spüren, wie Gott gegenwärtig ist und wie das Gute direkt von ihm kommt. Das ist das Besondere an diesem Land. Und deswegen haben wir auch ein doppelt gutes Land, Eretz Israel. Möge es stets gesegnet sein mit Frieden, mit fruchtbaren Bäumen und mit Jubel und Freude, spielenden Kindern, und dass alle hier friedlich leben mögen. Shabbat Shalom und alles Gute.